Voraussetzung für Einsatz des Netzplans ist zunächst mal die Zerlegbarkeit in Teilschritte. Ich muss also im ersten Schritt das Projekt zerlegt haben und es muss möglich sein, das Projekt in kleinere definierte Teilaufgaben zu zerlegen. Wenn wir den Firmenumzug nehmen, dann ist Firmenumzug der Oberbegriff und eine dieser Teilschritte könnte sein Verpackung der Akten in Kisten, ja, um nochmal so was Haptisches zu nehmen. Ja, solange wir nicht alles digital haben, na, kann man sich da noch was drunter vorstellen. Dann der Zeitbedarf muss bestimmbar sein. Wir müssen also wenigstens ungefähr wissen, wie lange es dauert, die Akten in Kisten zu verpacken. Wir werden gleich noch sehen, wie man das machen kann, wenn man es eben nicht genau weiß. Aber wir brauchen letztlich, um einen Netzplan zu rechnen, eine Zahl. Ohne Zahl keine Berechnung des Netzplans. Also wenn wir an der Stelle keine Zahl ermitteln können, und sei es eine geschätzte, können wir den Netzplan nicht rechnen. Und das Dritte ist die logische Verknüpfung. Eine logische Verknüpfung bedeutet, dass man sich erst die Strümpfe anzieht und dann die Schuhe. Das ist eine logische Verknüpfung. Dass man erst den Teppichboden verlegt und dann die Aktenschränke reinräumt. Das ist eine logische Verknüpfung. Und diese logische Verknüpfung muss da sein. Sonst kann man die Arbeitsschritte nicht hintereinander schalten. Denn bei dieser logischen Verknüpfung muss uns bewusst sein, dass A und B beides fertig sein muss, ehe C beginnen kann.